Ja, in diesem Video zeige ich dir eine meiner Lieblingsgitarren, eine Ibanez Semi-Hollowbody-Gitarre, um genauer zu sein, eine Ibanez AS120. Und mit dieser Gitarre kannst du wirklich alles spielen und so gut wie jedes Genre abdecken. Und wir wünschen dir viel Spaß mit dem Video. Ja, schauen wir uns die Gitarre mal an. Also bei den meisten Semi-Hollowbody-Gitarren haben wir zwei Humbucker. Also zwei Humbucker-Tonabnehmer. Auch hier hat man einen Tonabnehmer am Hals und einen Tonabnehmer an der Brücke. Und damit hat man schon sehr viele verschiedene Soundmöglichkeiten. Also man hat drei verschiedene Pickup-Stellungen. Man kann zum einen hier nur den Neck-Pickup benutzen. Ich habe jetzt hier mal einen ganz clean Sound. Also das ist vielleicht schon so der typischste Hollowbody-Sound. Klingt sehr jazzig, sehr bassig und einfach sehr clean und rund. Also ein sehr cooler Sound. Ich habe jetzt hier etwas Reverb, also etwas Hall mit dabei. Dann klingt das Ganze noch etwas schöner. Und wir gehen jetzt mal eine Pickup-Stellung weiter. Jetzt haben wir hier beide Tonabnehmer gleichzeitig an. Das klingt jetzt schon etwas, etwas höhenreicher. Also damit kann man super so funky Sachen abdecken. Auch sehr cool für so Single Note Lines zum Beispiel. Ja, wirklich ein sehr cooler Sound. Und jetzt fehlt uns noch hier der Bridge-Tonabnehmer. Und der klingt so. Auch sehr, sehr cool, etwas Oldschool-mäßig, sehr rockig, und dann wird der Sound auch automatisch leicht angezerrt. Da wir einfach sehr viel Output haben hier bei dem Tonabnehmer, und das eignet sich auch sehr, sehr gut für verzerrte Sounds. Also wir können mit der Hollowbody-Gitarre nicht nur clean Sounds spielen, sondern auch ohne Probleme etwas rockiger werden. Ich schalte jetzt hier mal einen Tube Screamer dazwischen. Das ist jetzt eine sehr leichte, subtile Verzerrung. Das funktioniert natürlich auch mit dem Neck-Pickup, also dann klingt das Ganze etwas cremiger. Und jetzt nochmal den Bridge-Tonabnehmer.
Neck Pickup und Bridge Pickup. Das Coole ist, wir haben eben durch den Hohlraum hier in der Gitarre unfassbar viel Sustain. Also die Töne, die klingen echt mega lang aus. Ich mache jetzt hier mal noch einen weiteren Verzerrer mit dabei. Alleine die E-Seite, wenn ich die anspiele, die klingt ewig. Und das macht echt Spaß. Das heißt, wir haben hiermit schon Funk-Sounds abgedeckt, bluesige Sounds, clean Sounds, jazzige Sounds, Rock-Sounds. Und jetzt benutze ich mal noch einen anderen Verzerrer mit etwas mehr Gain. Und auch das funktioniert super. Nochmal den Neck Pickup. Ja, also man kann hier wirklich alles mit abdecken und man kriegt sogar, wenn man möchte, Metal-Sounds hin. Also einfach etwas mehr Gain reindrehen, den Bridge-Tonabnehmer benutzen und dann klingt das Ganze so. Ja, das war mal ein kleiner Einblick in die Welt der Semi-Hollowbody-Gitarren. Und ja, wir hoffen, dass dir das Video gefallen hat und du etwas mitnehmen kannst. Und wir würden uns sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und schau auch gerne mal in unsere Gitarrenkurse, zum Beispiel in den Rockgitarre-Komplettkurs. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.